So, yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar, ihr seht schon, ich habe den Controller angeschlossen. Heute mal ein Controller-Video. Ganz viele von euch haben sich das gewünscht. Und zwar werden wir heute eine Solo-Runde spielen. Und nach jedem Kill muss ich auf den Controller bzw. auf die Tastatur wechseln. Wir fangen ganz entspannt an, und zwar mit dem Controller. Danach wechseln wir auf die Tastatur und so weiter, bis wir eben den Epischen holen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Ich denke natürlich eher nicht, also mit Tastatur werde ich mir sehr leicht tun, nur ich spiele ohne Double Movement, sonst buggt es mit dem Controller rum. Aber sonst, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ich mich mit dem Controller schlagen werde, denn ich bin absolut trash mit dem Controller. Ich habe noch nie wirklich Controller Fortnite gespielt, ich habe so ein paar Settings jetzt gemacht, aber ich bin trash, ich bin Fullgas trash. Bevor wir mit dem Video aber so richtig loslegen, würde es mich sehr supporten, Leute, falls ihr meinen Creator-Code AlviVB im Itemshop benutzen würdet. Das sind nur 6 Buchstaben und der Code ist wirklich schnell eingetragen. Bald beginnt das neue Chapter, für mich noch 3 Tage und 20 Stunden. Und dann geht's wirklich endlich los mit dem neuen Battle Pass, mit nice neuen Skins wahrscheinlich. Deswegen würde es mich wirklich sehr freuen, falls ihr meinen Creator-Code einträgt. Ja, hier noch die Supporter eingeblendet, die meinen Creator-Code benutzen und mir ein Bild auf Instagram oder auf Twitter gesendet haben, wie sich was mit meinem Creator-Code geholt haben oder einfach nur den Code eingetragen haben. Vielen Dank auf jeden Fall an euch. Kuss für den ganzen Support. Und sonst könnt ihr noch sehr gerne den Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr keine Videos mehr. Jetzt würde ich sagen, wir starten mit der Runde. Let's go rein. Okay, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das laufen wird. Weil allein schon dieser Wechsel zwischen diesem Baumenü und das sieht hier, oh Gott. Ich weiß nicht, die Sense, ich will die halt auch nicht so hoch machen, weil sonst bin ich halt komplett lost auf Controller. Aber der Punkt ist, man ist halt dann langsamer, wenn man sich dreht. Guck mal, das ist das Schnellste, was ich machen kann. Schneller drehen kann ich mich nicht mit Maus so. Okay, schauen wir mal. Es fühlt sich irgendwie gut an, mal mit dem Controller zu spielen. Ich weiß nicht, ist irgendwie cool. Ist mal was Neues, ist mal was anderes. Aber ich bin sehr schlecht. Ich habe das noch nie wirklich richtig gespielt. Ab und zu mal im Creative so, just for fun, mal den Controller angeschlossen. Ihr kennt das wahrscheinlich selbst irgendwie. Aber ich bin nicht jemand, der von Controller auf PC irgendwie oder von Controller auf Tastatur besser gesagt geswitcht ist. Noch nie. Okay, wichtig. Ich muss jetzt jemanden killen. Dann darf ich mit Tastatur spielen. Wenn ich mit Tastatur jemanden kill, muss ich wieder mit Controller spielen. Das ist die Regel vom heutigen Video. Mal gucken, ob wir den Epischen holen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss eigentlich... Der Punkt ist, ich muss halt eigentlich auch pushen mit Controller. Weil wenn ich nicht pushe, darf ich halt einfach auch nicht mit Tastatur spielen. Eigentlich müsste ich sobald ich mit Tastatur spiele, ein bisschen campen, sodass ich halt lange überlebe. Digga, ist das lost, oh mein Gott. Okay. Ich glaube gar nicht, wie konzentriert ich bin, ne? Wie sneak ich? So. Ja. Boah, Alter. Hallo? Okay, ich heal mich erstmal. Ey, Junge, das ist ja wirklich. Ich fühle mich wie in Season 1. Okay. Fighten die. Ich hoffe, die bauen nicht zu viel. Ich try jetzt einfach, die zu fighten. Da ist einer. Hier ist einer. Hab ihn. Kann ich das jetzt so spielen? Da ist er. Okay. Okay, muss wieder Controller spielen. Oh. Ja gut, man weiß halt, wenn ich mit Controller spiele, dann ist halt klar, dass ich ihn hole, ne? Wenn ich mit Tastatur spiele. Aber mit Controller ist halt echt ein bisschen nicht so das Feinste. Ich sneak mich mal hier hin. Nein, das wollte ich nicht. Hallo? Nein, wie öffne ich das? So, jetzt droppe ich. Ich komme so ein bisschen rein, also die Steuerung habe ich so langsam raus. Aber das wird halt full lost, sobald ich irgendwie so ein bisschen bauen muss. Ich meine, das ist so cool, ne? Also wirklich, es ist wirklich cool, dass... Ich bin komplett überfordert in diesem Spiel gerade. Es liegt nur daran, dass ich einfach... Ist da unten jemand? Nee. Nur daran, dass ich einen Controller in der Hand habe. Ich würde ganz gerne wieder Keyboard spielen, aber... So brauche ich halt erstmal einen Kill. Wir haben schon 2 Kills. Es läuft nicht schlecht. Es läuft nicht schnell. Schlecht. Ich könnte vielleicht ein paar Mets farmen. Weil
Klar, wenn ich Controller spiele, werde ich die vielleicht nicht so sehr brauchen. Aber so, wenn ich Keyboard spiele, halt schon. Das ist halt der Punkt. Launcher. Darf ich das Tour spielen? Ah, wieder Controller. Okay. Okay. Da kommt einer. Nein. Hallo. Nein. Nein, will ich nicht. Nein. Nein, bitte nicht. Kannst du schon das spielen? Ist das zu? Das tut doch weh, sterben. Ey, Digga, ohne Double Movement ist echt weird alles. Ich hab nicht nachgeladen. Keine Metz mehr. Mein Gott, Digga, es ist alles so weird, wenn man die ganze switchen muss. Ist das komisch alles. Ich muss kurz chillen. Muss mich kurz sortieren. Also, wie mache ich das hier? Nein, ich... Hallo, hä? Nein, da ist einer. Ja! Okay. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt kann ich mit Keyboard spielen und ich habe Zeit. Okay. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe halt meinen Controller die ganze Zeit auf dem Schoß. Das ist so unbequem. Aber ich muss den halt griffbereit haben, wisst ihr? Auch ohne Double Movement zu spielen, wenn man halt echt dran gewöhnt. Das ist auch echt extrem weird. Wir haben 7 Kills. Das ist echt gut. Und no joke, es läuft halt. Also es läuft nicht schlecht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ob ich mich hier gut schlage. Hä, hallo? Ist er, ne? Oh mein Gott. So, Controller. Dadurch, dass ich halt... Ich kenne Double Movement an, das ist irgendwie... Mache ich ganz komische Sachen an manchen Stellen. Also ich platziere mich da immer so komisch. Ich glaube, es wäre klüger, wenn ich auf der... Nein, ich mache mal den Emote. Nein. Ich glaube, es ist klüger, wenn ich so spiele. Oh, hier ist einer. Bitte, nein! Nein, aber es war gut. Es war gut. Für die erste Runde war das echt nicht schlecht. So, neue Runde, neues Glück. Wir machen natürlich mit dem Controller weiter. Ist ja klar. Erste Runde lief auf jeden Fall schon ganz solide. Hab nur ein bisschen Probleme. Ich hab noch nicht so das Gefühl, wie ich schnell zwischen Baumenü und ja, und meinen Waffen halt wechsle. Ist halt irgendwie noch ein bisschen verwirrend für mich.
Aber das kriege ich schon mit der Zeit hin. Das ist jetzt zweite Runde. Wenn das jetzt in erster Runde geklappt hätte direkt, dann weiß ich halt auch nicht weiter. Ich sollte mir vielleicht auch langsam mal merken, was mein Inventar ist. No, ach, Digga, ich ziehe mich bitte versuchen. Ist hier einer? Wo ist einer? Nice. Okay. Keyboard. Nice, nice, nice. Ein schöner Frickel. Schön gerade nicht so. Aber das ist gut. Super. Ja, mega Kill, Digga. Den hätte ich auch im Controller machen können, bin ich ehrlich. Ärgerlich, dass ich da Keyboard spielen musste. Hey, yo, girl. Ist mir was? Bandagen. Oh. Oh! Bitte! 50? 22? Komm. Wo bist du? Und? Ah, ist ein schöner Killchat. Haben wir uns wieder mit der Tastatur eingeloggt. Rein da. Schön Metz farmen. Hätte gegen den mal ein bisschen das Bauen üben können. Weil die bauen alle auch nicht, die Gegner. Finde ich gut. Dass ich auf gleichem Niveau hier spiele, auf der Lobby. Das wäre eine Katastrophe. Das ist ein Lama. Nein, ist despawned. Wie cringe. Vorne ist ein Gegner. Fühlt sich im Busch rein und hat, denkt, ich sehe ihn nicht. Warum kill ich denn gerade alle mit dem Auto, Mann? So, muss ja wechseln. Aber ich merke auch gar nicht so stark dieses Auto-Aim, was man scheinbar hat. Also irgendwie checke ich das nicht so ganz. Bin ehrlich, ich habe ehrlich gesagt hier so ein bisschen Angst. Ich glaube, ich hole mir tatsächlich noch den Slurp-Truck da hinten in der Zeit. Ein bisschen Zeit zu schinden. Genug Metz habe ich. Ich muss die halt einfach auch mal einsetzen, wirklich. Wäre jetzt auch mal wichtig, dass sie auch mal ins Spiel kommen, wenn ich am Controller bin. Oh, da ist ein Spieler. Komm, Auto, bitte. Lass mich hier im Stich. Stark. Cracked. Hammer ihn. Bam. Dead. Tastatur rein da. Dann werden Nades geworfen. Komm, Schilder, ne? Cracked ist white. Ja, gut, das Hund. Ey, das sind so einfache Kills mit Tastatur. Mit Controller tue ich mir schwer, aber. Keyboard. Halt überhaupt nicht. Ich habe halt nur Angst, dass jetzt ein so ein Typ kommt, der so ein bisschen besser ist. Ich hätte auch gerade Angst vor meinen eigenen Steps. Die sind sehr laut. Schauen wir, wie viel. Wichtig. Zwei Jungs. Erzählt mir nichts vom Auto-Aim, bitte. Mit einem Scar. Nein, bitte. Muss weg hier. Muss weg. Muss so weg. Wichtig. Warum nicht? Hallo? Falle platzieren. Ich hab's nicht gebindet? Hä, wie cringe. Ich hab's gebindet. Ich hab's gebindet, Chat. Alles gut, wir sind safe. Oh, ich bin wirklich, ich bin gerade, ich bin ehrlich am Schwitzen gerade, ne? Wir müssen das Ding hier mitnehmen. Kommen wir nicht dran vorbei. Okay. Zack, 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 zack. Jalla. Das funktioniert aber. Nee. Ich muss hier weg jetzt. Big Pot, wichtig. Brauche ich. Nimm mal mit. Alles, was man jetzt mitnehmen kann, muss man mitnehmen. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ganz, ganz wichtiger Stuff. Ich muss dahin.
Bitte! Mich so genervt. Ich hatte so Angst, dass er da jetzt irgendwie auf dem durchsprayt. Okay. Schaut gut aus, schaut gut aus. 8 Kills. 10 Spieler, 9 Gegner. Wir müssen uns jetzt eine Base bauen. Und das geht's nicht. Klar, ich spiele halt logischerweise die meiste Zeit spiele ich natürlich auf Controller. Weil natürlich mit PC hole ich mir halt immer ziemlich schnell die Kills. Also mit Tastatur meine ich. Kann das sein, ne? Muss ich holen. Was für Auto-Aim? Was ist das für eine Kacke, Mann? Wichtig. So gut auch, ne? Okay. Das sind zwei. Nein. Einmal Spaß haben muss sein. Jetzt werde ich aber keinen Spaß haben. Jetzt werde ich Karma kassieren mit dem Controller. Ich sag nicht so, wie es ist. Am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt noch einen Typen hole und dann chille bis aufs Endgame. Also bis halt nur noch einer lebt, den ich dann mit Tastatur holen kann. Das ist natürlich das Beste und das Sicherste, um den Win halt dann zu holen. Nö! Oh mein Gott! Umpam! Tastatur! Ich hab Angst, bin ich ehrlich. Eigentlich könnte ich jetzt die ganze Zeit chillen, ne? Soll ich das machen? Das wäre langweilig, oder? Ich könnte erst fighten lassen. Hallo? Bitte hol ihn doch. Hallo, Minion. Drei Spiele. Muss ihn holen, dann kann ich ihn einfach klatschen, dann habe ich's. Scheiß drauf kommen. Ich hol mir den. Weil ich leiste halt mit Controller. Okay, 101. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Nein, cranken. Ach Digga, ich hab keine Zeit mehr. Ich kann das. Ey, no joke. Dafür müsst ihr ein Abo, Like, Glocke aktivieren. Alles. Creator Code, LVVM im Item Shop. Neues Chapter, neue Map. In weniger als 3 Tagen. Komplett krank. Ich bin so gut. Wenn euch das gefallen hat, mehr Controller-Videos sehen wollt, zum Beispiel Like-Button. Ich bin raus, ich bin gerade richtig happy. Bis dahin, mach's gut. Ciao.